sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Abend. Wir begrüßen heute Wolfgang Ciappella. Wolfgang Ciappella hatte im Jahr 2012, glaube ich, viel Erfolg mit seinem Beitrag bei der Architekturbiennale in Venedig und mit dem ersten Preis für die Angewandte, wo er sehr sensibel mit der Struktur von Schwanzer umgegangen ist, hier eine neue Interpretation, aus meiner Sicht eine sehr gelungene, versucht hat. In diesem Haus von Schwanzer hat er auch studiert, Anfang der 80er Jahre diplomiert, er hat bei Wilhelm Holzbauer studiert, aber auch an der Cornell University in New York. Er ist Professor seit 2005 an der Akademie der Bildenden Künste und dort seit 2012 Vorstand des Instituts für Kunst und Architektur. Davor hatte er viele Gastprofessuren, unter anderem in Buffalo in New York und an der Kunstuni Linz. Seine zahlreichen Projekte wurden an vielen Orten rund um den Globus gezeigt. Seit 2012 gibt es auch eine Ciappella Dépendance in Belgrad. Das hat einen Grund, weil er dort einen Preis, den ersten Preis für das Center for Promotion of Science gewonnen hat, diese fliegende Gebäudestruktur, die ohnehin vielfach publiziert war. Ein weiterer erster Preis, der, glaube ich, noch auf die Realisierung harrt, ist das Hotel Palais Schwarzenberg, im Wettbewerb hat er 2004 dafür gewonnen. Es gibt eine große Liste von Auszeichnungen, einige exemplarische Beispiele, das Wallpaper Design Award für das beste private Gebäude für sein Haus St. Josef in Niederösterreich, eine Nominierung für den Mies van der Rohe Award mit der Bezirkshauptmannschaft Murau und ebenfalls 2003 noch den Bauherrnpreis der Betonindustrie sowie den Architekturpreis des Landes Steiermark. Viele Sinnlichkeit von Originalität und starkem Ausdruck. Damit ist er schon Anfang der 90er Jahre erfolgreich gewesen. Ich erinnere mich an den Beitrag für das Trigon-Museum in Graz. Ich bin neugierig, wie weit du den heutigen Bogen spannen wirst. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. So, vielen Dank für die freundlichen Erinnerungen an viele Dinge, die waren. Ich stürze gleich in einen Raum hinein, der mir zufällig gelungen ist. Und zwar war ich in der Tate Modern in London mit einem Nylonsack und einem Telefon und Schlüssel in der Hand und musste das Telefon irgendwie von der einen Hand in die andere Hand nehmen, in der ich den Nylonsack hatte, und da machte es Schnapp und ich drehe das Telefon um und ich sehe das, was im Inneren des Nylonsacks war. Und was ist im Inneren des Nylonsacks? Es ist ein Nachdruck von einem Buch von 1979 von Dan Graham, Video, Architektur und Television. Warum möchte ich dorthin kommen? Ich möchte zu Dan Graham hinkommen, weil er einen Aspekt von Architektur beschreibt, der mich seit der Lektüre von Alexander Döblins, Döblins Alexanderplatz verfolgt. Döblin beschreibt am Anfang des vorigen Jahrhunderts die Großstadt durch das Glas einer Straßenbahn, in der er sich selber reflektiert und in der sich sein Bild mit der Großstadt mit den Reflexionen der Großstadt zu vermischen beginnt, ähnlich
sind die Arbeiten von Dan Graham basiert, der einen Raum öffnet, der meiner Meinung nach noch nicht geöffnet ist in der Architektur, mit den Delay Time Spaces und ähnlichen Installationen hat er uns eigentlich auch auf einen Aspekt der Architektur aufmerksam gemacht, den wir bei der Biennale in Venedig zu verfolgen begannen. Wir hatten beschlossen, in diesen Raum, der ausschließlich der Architektur, den Gebäuden gewidmet ist, nicht die Gebäude hineinzustellen, sondern die Sache umzudrehen, so als ob Gebäude das sehen würden, was in ihnen ist, nämlich die Figuren, die Benutzer und die Bewohner. Wir haben versucht, das herumzudrehen und auf die Personen, auf Figuren zu schauen. Es ist ein Buch entstanden, das sich mit Aspekten durch die Geschichte beschäftigt, das sich mit Patenten beschäftigt. Wir haben entlang von Patentserien recherchiert, wie weit der Körper nach der Landschaft zur Ware wird. Also man könnte auf Friedrich Achleitners Buch Wahre Landschaft, wahre Körper anschließen und vielleicht noch weitergehen, dass Körper Konstruktion ist und vermarktete Konstruktion ist. Wir sind zu einem Punkt gekommen, der insofern interessant war, als dass ich ein Misstrauen, das ich von vornherein immer hatte, wie weit sind die Räume, in denen wir uns bewegen, tatsächlich noch im Zusammenhang mit uns? Oder hat sich ab einer bestimmten Zeit in der Geschichte eine Automatik ergeben für beide, für Nutzer, Bewohner und Räume, und beide bewegen sich unabhängig voneinander? John Giorno auf der rechten Seite in Andy Warhols Sleep. Eine Funktion, die normalerweise in Gebäuden stattfindet. Das Ohr, Cochlea, Aufnahmen aus der Innenseite des Ohrs, Hauttransplantationen und eine Konstruktion, die um 1937 eine Herz-Lungen-Maschine beschreibt, die die Größe eines Raumes hat, und gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu dieser Größe schrumpft und als Konstruktion fast schon in den Körper integriert werden kann. Künstliche Herzen und dann die Aufarbeitung in der Kulturgeschichte. 1970, 1980 herum beginnt etwas, das auch in der Architektur von Rudowski verfolgt wurde. Der Blick dreht sich, lenkt sich auf den Körper mit der Zonebook-Reihe von Fragments of a History of the Human Body, ist eigentlich diese Diskussion voll entflammt. Auf der einen Seite History of the Fragments of a Human Body und auf der anderen Seite ein Ausschnitt aus Powers of Ten von Ray und Charles Eames, ein Ausschnitt. Es ist eine wichtige Arbeit, denke ich. Ich werde versuchen, das zu erklären. Nicht Corbusiers Modulor, sondern ein Patent für Datenleitungen im Körper. Und dann die erste Beschreibung von der architektonischen Figur hier im zweiten Kapitel aus den Büchern der Architektur. Es versteckt, wie Vitruv den Menschen konstruiert. Er konstruiert ihn beschreibt ihn als ein Proportionssystem, aus dem er Proportionen für Gebäude ableiten kann. Und wir haben das spielerisch übertragen auf eine Figur, und Sie sehen auf der rechten Seite eine normale Figur und auf der linken Seite eine, die nach dem Vitruvschen System rekonstruiert wurde. Es verschieben sich die Proportionen von Vitruv zu Modulor, und hat sich von dort zu Modulor etwas verändert? Eigentlich müsste man sagen, nein, es hat sich nichts verändert, weil nach wie vor die Maße des Menschen den umgebenden Raum bestimmen. Und dann ändert sich doch etwas. Und zwar anhand von zwei Modellen. Auf der einen Seite wieder Eames,
auf der anderen Seite Sanford Quinter, Figur in der Zeit. Die Argumentation von Sanford Quinter kann so gelesen werden, dass ich nicht mehr die Figur, dass nicht mehr die Figur den Raum bestimmt, sondern dass sich die Figur nach der sie umgebenden Oberfläche zu dehnen und zu richten hat. Also es ist eine Umdrehung des Verhältnisses von Raum und Figur. Das finde ich sehr interessant. Es passiert ungefähr um 1993, was früher passiert ist, die Arbeit von Eames. Und es ist jetzt wohl eine etwas willkürliche Leseart der Arbeit von Eames. Aber ich würde einmal vorschlagen, den Film Powers of Ten so zu sehen, wie Modulor gesehen wurde. Wenn man den Modulor-Mann von Corbusier jetzt als Vorläufer von Powers of Ten sieht, dann muss man einmal nüchtern beschreiben, dass wir keinen Raum mehr haben, sondern dass wir eine Ebene haben, dass nicht ein Mann steht mit erhobener Hand, sondern ein Mann liegt mit der Hand am Herz auf ihn, eine Frau auf einer Decke. Das heißt, es sind mehrere Personen und es werden viele Paradigmen, die bisher die Architektur vielleicht dominiert haben, in Frage gestellt. Das sind Ausschnitte aus auf der rechts-linken Seite von Powers of Ten, wie Powers of Ten gefilmt wurde. Charles Eames bei den Filmarbeiten. So, ich gehe das weiter. Rodowski, wie er sagt, dass der ideale Bewohner des Schuhs ausschauen müsste, also wie der Fuß ausschauen müsste, leitet man ihm vom Schuh ab. Ned Chart, Gila Scofido, Patente, Andy Warhol, Maria Lasnik, Andy Warhol und Tony Conrad. Das ist ein Hinweis, wo wir uns in der Biennale bewegt haben. Ich möchte dann darauf hinweisen, wie wir weitergegangen sind. Wir haben begonnen, Figuren selbst zu konstruieren und Figuren als digitale Konstruktionen zu verstehen. Was Sie sehen, sind Interiors, und zwar Interiors von zwei Personen, die eine Person Carla, die andere Person Benny, auf der rechten Seite die Innenansicht einer Hand, also der Betrachter befindet sich im Inneren des Körpers und blickt einer Hand entlang. Auf der Seite sehen Sie eine Innenansicht eines Körpers aus dem Brustraum in den Kopfraum getragen. Das sind jetzt digitale Oberflächen von wirklichen Personen, die gescannt wurden mit fotogrammetrischen Methoden und als digitale Figuren zuerst zusammengesetzt worden. In einem weiteren Schritt wurden diese Figuren mit Bewegungen kombiniert. Das heißt, es wurden Bewegungen gecaptured, Bewegungen von Personen abgenommen, auf Geometrien von Personen übertragen und diese konstruierten Identitäten wurden im Raum, in der Biennale dann projiziert. Es geht dabei ursprünglich eigentlich um ein praktisches Problem. Wir hatten die Mechaniken, also die Geräte zum Scannen der Körper in Innsbruck, wir hatten die Geräte zum Scannen und Aufnehmen der Bewegungen in Wien, und aus dieser Tatsache hat sich ergeben, dass sich verschiedene Bewegungen mit verschiedenen Oberflächen von Personen zusammengeschlossen haben. Was Sie sehen, sind im Prinzip ist es eine Identität, die aus zwei Personen besteht hier.
mache jetzt einen Sprung weiter, wiederum in Venedig, aber in den 70er Jahren. Es ist ein Thema, das mich seit langer Zeit interessiert. Da geht es um die Bewegung in der Architektur und bewegliche Teile in der Architektur. Aldo Rossis Teatro del Mondo ist eines dieser Beispiele. Ein schwimmendes Haus, ein schwimmendes Theater. In Norditalien, ungefähr um 1930, 1940 herum, hat der Ingenieur Angelo Invernizzi ein Gebäude konstruiert. Was Sie sehen, ist das Fundament dieses Gebäudes. Es ist tatsächlich ein Fahrwerk und nicht ein Fundament. Und dieses Fahrwerk erlaubt, ein Gebäude in Bewegung zu setzen. Es ist Girasole, Villa Girasole, ein Haus, das sich auf Knopfdruck in Bewegung setzen lässt, mit dem man im Prinzip wie mit einem System von Scheuklappen die Landschaft abscannen kann und permanent einen neuen Schluss mit der Landschaft bildet. Das ist ein Raum, der dynamisch ist, der sich neu formiert, der immer wieder neu formiert werden muss. Keine Fundamente, keine Tragwerke, sondern Fahrwerke. Das sind jetzt teilweise Material, das aus einer sehr schönen Studie von Marcel Meili zu diesem Haus stammt. Ein zweites Beispiel, ein Film von Richard Serra zu einer Eisenbahndrehbrücke. Richard Serra hat eine Kamera in dieser Eisenbahndrehbrücke aufgestellt und hat die Bewegung der Brücke gefilmt, wie sie über die Landschaft scannt. Das sind zwei Beispiele oder zwei Referenzen für ein Projekt, das dann um rund 2010 gefolgt ist. Eine Brücke für Maribor an der Drau, an der aufgestauten Drau. Wenn man Maribor kennt, dann weiß man, dass die Brücken in einer relativen Regelhaftigkeit stehen. Und dann waren wir etwas überrascht, warum man direkt neben der alten Brücke, neben Glavny Most, eine zweite Brücke bauen will. Man versteht es, wenn man die Topografie kennt. Es ist sehr hoch, die eine Brücke, die andere sollte Fußgängerbrücke sein, sehr niedrig. Und es ist uns wie eine Schattenbrücke vorgekommen, als ob es der Schatten der Brücke wäre. Und mit diesem Bild haben wir dann zu hantieren begonnen. Wir dachten, dass es eine Brücke ist, die sich bewegen kann, die nicht auf Tragwerken, auf Pfeilern aufsitzt, sondern die sich tatsächlich wie ein Fahrwerk bewegen kann und sich in sehr langsamer Bewegung permanent im Verhältnis zur Stadt verändert. Das ist natürlich dann interessant, wenn man diese Brücke als ein Element verwenden kann, das immer neue Bezüge zu den Räumen der Stadt herstellt. Das heißt, die Brücke kann einmal hier sein, sie kann einmal dorthin ziehen, sie kann einmal eine Gasse hier verbinden, sie kann auf einen Kirchturm deuten oder den Flussraum unter der bestehenden Kirche zusammenschließen. Das waren die städtebaulichen Überlegungen dazu. Was wichtiger war jedoch, ist in der Stadt ein Element der Unruhe und der Veränderbarkeit zu erreichen, das sehr subtil immer neue Zusammenhänge erschließen kann. Die rote Brücke ist die bestehende Brücke Glavny Most. Im Hintergrund sehen Sie dann die Fußgängerbrücke, die sich von der einen Position in diese Position verschieben konnte. Die Arbeit war sehr interessant mit Wagner Biro zusammen. Wagner Biro hat mit enormem Wissen an diesem Projekt gearbeitet. Fahrwerke wurden entworfen. Jetzt einige Details zu der Brücke. Das Fahrwerk, das in vielen Richtungen funktionieren muss, viele Verschiebungen aufnehmen muss. Und dann die Brücke in der Nacht.
ist in etwa die Vorstellung im Tagesverlauf, also dunkel ist Nacht, das sind 24 Stunden und das ist ein langsames Bewegen der Brücke. Wir kommen zu einem anderen Punkt, ebenfalls mit Bewegung verbunden, aber auch mit der Entwicklung von Projekt verbunden. Wie werden Projekte gemacht? 2006 haben wir für Aachen ein Projekt entwickelt, ein Bauhaus Europa. Romano Prodi hatte damals zu einem Gebäude angeregt, das Europa als kulturelle Einheit verkörpern sollte. Aus dem ist ein Wettbewerb entstanden, ein internationaler, den wir gewonnen haben. Und dieser Wettbewerb wurde das Projekt wurde über ein Jahr geführt und ist dann an einer Volksabstimmung gescheitert. Wir hatten 60.000 Gegenstimmen und wir hatten 20.000 Stimmen dafür. Alles in allem ist es eigentlich doch ein gutes Zeichen für Architektur, weil die ganze Stadt wirklich mitgelebt hat. Die Entscheidung ist meiner Meinung nach falsch gefallen. Es wäre interessant gewesen, das wirklich zu machen. Und was wir hier als Figur sehen, ist einerseits das römische Achsengeviert, das von Nord gedreht ist, und dann das karolingische System mit der Königshalle im Norden und mit der Pfalzkapelle im Süden und mit einem Bauwerk, das nicht mehr existiert, ein Verbindungsgang, an dem man von der Königshalle in die Pfalzkapelle kommen konnte. Und unser Projektvorschlag war jetzt, dass man einen Teil dieses Bauwerks, das nicht mehr existiert, nimmt und sozusagen die Erinnerung an ein Bauwerk über das Grundstück rotiert. Und das war der Ansatz für dieses Projekt, denn unter einem Gebäude, das Europa personifizieren kann, konnte sich niemand wirklich etwas vorstellen. Und unser Gedanke war, wir müssen das aus der Logik des Ortes entwickeln. Und aus dem hat sich dann mit dieser über das Grundstück rotierenden Brücke und mit einer großen Karte, die wie eine Landschaft aufgelegt wurde, ein System ergeben, dass die Brücke als einen Lesebalken und einen Projektionsbalken über diese Landschaft gleiten lässt. Es geht wieder um Bewegung, also einerseits um eine bildliche Bewegung im Projekt, aber dann viel mehr noch Bewegung im konzeptuellen Entwickeln des Projekts selber. Wir kommen zu einem weiteren Projekt, das mit Bewegung hantiert, ein Projekt, das begonnen wurde für eine Familie, die sich mit Uhren beschäftigt, die Uhren verkauft. Deswegen auch Clockworks, und wir sind da vielleicht zu bildhaft gewesen oder zu direkt, dass wir etwas produzieren wollten, das wie ein Uhrwerk funktioniert, das heißt Scheiben, die sich gegeneinander verschieben und die Hohlräume enthalten, die dann Räume produzieren können und diese Räume in einer permanenten Verschiebung zueinander variieren können. Das hat sich dann auf drei Scheiben reduziert. Diese drei Scheiben haben immer Höfe oder eingeschnittene Leerräume, die sich gegeneinander verschieben und im Verschieben neue Raumfigurationen produzieren. Uhrwerk oder Clockworks. Clockworks haben wir es genannt. Und das greift jetzt natürlich zurück auf Invernizzi oder auf die Girasole. Auf eine andere Art versucht es das Gleiche, die Drehung zu verstehen. Hm.
Und wenn man das in die Landschaft zu setzen versucht, dann ergibt so ein System nicht zu funktionieren. Was sich ergibt, ist eigentlich ein permanentes Umschreiben von der Landschaft, wo man die Landschaft eigentlich als sich drehend empfindet und nicht mehr das Gebäude als sich drehend empfindet. Wir kommen dann zu einem Projekt, das uns jetzt sehr beschäftigt, das ist dieses Center for Promotion of Science in Belgrad. Wir hatten den Wettbewerb 2010 begonnen, seitdem arbeiten wir daran. Was interessant ist an diesem Projekt, ist zuerst nicht die Architektur, sondern es ist tatsächlich die Nähe von Belgrad als Stadt und eigentlich auch die Andersartigkeit von Planungskulturen und zugleich auch von architektonischen Kulturen und von Kulturen, wie Projekte entwickelt werden. Es ist extrem, extrem spannend und es war für mich sehr lehrreich zu sehen, eine Stadt, die man immer von außen gesehen hatte, plötzlich beschrieben zu bekommen, wie Graphitbomben auf die Stadt fallen, wie das Stromnetz lahmgelegt ist, wie die ganze Stadt putzt, um den Graphit wieder wegzubekommen und den Strom zurückzubekommen. Und am nächsten Tag fällt die nächste und das gleiche Dilemma ist wieder im Gange. Was das Unterrichtsministerium in Serbien wollte, ist ein Gebäude, das Wissenschaft promoviert, das Wissenschaft unterstützt und jungen Leuten zugänglich macht. Man sieht an dem Namen auch den Unterschied. Zum Beispiel Kollegen vom Center for Promotion of Science in Paris, in der Cité des Sciences, sagten, nie und nimmer wäre es möglich, so einen Namen in Frankreich für ein Gebäude zu haben. Ein Center for Promotion of Science ist wirklich eine Benennung, die aus einem vielleicht sozialistischen System kommen kann. Das Ministerium sagte, wir haben keine Strände, wir haben keine Rohstoffe. Das, was wir haben, ist eine Tradition in der Forschung. Und wir wollen die Leute mit dieser Tradition eigentlich groß werden lassen und wir wollen Serbien auf dem aufbauen. Wir haben ein Gebäude vorgeschlagen, das rund 18 Meter über dem Boden positioniert ist, rund 70 mal 70 Meter im Quadrat hat und eine glänzende Unterseite hat, eine spiegelnde Unterseite hat. Und ich gebe Ihnen einige Beispiele von wo oder was wir gleichzeitig machen in dieser Zeit. Das sind Konstruktionen zu Gebäuden, die aus Glas konstruiert sein könnten, Räumen, die aus Glas konstruiert sein könnten. Lina Bobardi beschäftigt uns zu dieser Zeit mit ihrem Museum, das aufgestellt ist, Kislau 1924, 1926, die Raumstadt, unter Lina Bobardis Museum. Ein Gebäude, das wir um 2007 machen, das auch vom Boden abgehoben ist und das so positioniert ist, dass es, wenn der Mais wächst, das steht an der Wiese dran, gerade die Unterseite vom Gebäude berührt und das Gebäude sozusagen auf den Pflanzenspitzen reiten lässt. Tatsächlich steht es auf vier Böcken aufgestellt. Lisicki mit der Querlage, mit der Kritik des Kapitalismus, der sozialistische Skyhook hat ein horizontales Volumen, Yzon, Boden und Wolke, Basis und Wolke oder Basis und Dach, Constant. Ein Projekt von uns für das Theater an der Wien. Die Geschichte, die räumliche Geschichte des Theaters an der Wien ist komplex und es hat einen Wettbewerb gegeben, um einen Eingang zu entwickeln. Wir haben vorgeschlagen, einen der Naschmarktstände zu heben und zu verändern
und zu einem Zugang für das Theater zu konstruieren, um das vorgebaute Wohnhaus zu durchdringen und direkt zu dem Theater zu gelangen. Rutikows Fliegende Städte und unsere Skizzen zum Center for Promotion of Science. Jetzt ist es natürlich interessant, Belgrad ist die weiße Stadt. Belgrad liegt auf der einen Seite von Save, Donau fließen zusammen, auf der anderen Seite Zemun, und mit Beginn des vorigen Jahrhunderts um 1923 war dieser Bereich noch völlig leer, versumpft, und der erste Entwurf für diesen Bereich stammt aus 1923 von einem russischen Architekten. Es hat dann durch die Jahrzehnte immer wieder Entwürfe gegeben, bis dann 1946, 1948 Nikola Dobrovnik einen Stadtplan entworfen hatte und um 1960 herum dann ein Rasterplan, den wir hier in Teilen verwirklicht sehen, entworfen wurde und gebaut wurde. Man muss sich vorstellen, dass diese gesamte Gegend eine Sumpfgegend war, die mit einfachsten Mitteln ausgegraben wurde, die Erde wurde ausgetauscht und auf dem Gelände wurden Blöcke in der Größe von 360 Meter mal 360 Meter gebaut, mit dem Ziel, die moderne Doktrin der Stadt, also die Stadt der Moderne, umzusetzen mit Sonne, Luft und Licht, mit enormen Räumen zwischen den Gebäuden. Und für uns war genau dieses Modell das Rätselhafteste, das es je gegeben hat. Es war enorm schwierig für mich, diese Räumlichkeit und diesen Ansatz von Stadt zu verstehen. Und wir haben den Großteil der Zeit eigentlich damit verbracht, nachzuvollziehen, was die Intention der Stadt war. Und das wollten wir dann auch weiterführen. Die großen Räume, möglichst viel Boden frei zu halten, im Prinzip eigentlich die ursprünglichen Entwurfsgedanken weiterführen. Und wir sind dann zu einem System gekommen, in dem wir vielleicht, können Sie sagen, verschiedene Versatzstücke der Moderne gesetzt haben. Wir haben jedenfalls nicht unbedingt etwas erfunden, sondern wir haben Prinzipien angewendet. Ein Prinzip war, die Dinge vom Boden wegzuheben. Unter anderem ein Universitätsgebäude oder eine Reihe von Universitätsgebäuden, die wir in Form von Jussieu Campus gegeben haben. Wir haben genau die Proportionen übernommen, genau die Dimensionen übernommen und haben das Stück von Jussieu, von Albert, hier hingesetzt. Wir haben jedoch eines verändert, wir haben die Unterseite verändert. Die Unterseite ist nicht mehr gerade und abgehoben, sondern die Unterseite ist gewölbt. Wir haben ein zweites Gebäude vorgeschlagen, das Center for Promotion of Science, das als Ganzes vom Boden abgehoben ist, und einen Turm, der wiederum vom Boden abgehoben ist. Daraus wollten wir Räume formen oder formieren, die den Gedanken von Belgrad, von Neu-Belgrad fortsetzen. Center for Promotion of Science über dem Boden. Und im Hintergrund jetzt der Vorschlag für die Universität. Und Sie sehen, was passiert, wenn man Jussieu kopiert, übernimmt, aber an einer entscheidenden Stelle etwas anderes macht, nämlich die Unterseite verändert. Aus den Höfen werden interessanterweise so etwas wie gigantische, riesige Oberlichten, die diesen Block von 360 auf 360 Meter durchsetzen können. Wir sind jetzt in der weiteren Bearbeitung dabei, das Center for Promotion of Science selber umzusetzen. Es ist an und für sich ein sehr rationales Tragwerk, ein sehr klares System, das aus vier Tripods, aus vier Dreibeinen besteht, die unseren Bürotischen nachempfunden worden, ein statisches System, das wir eigentlich nur vergrößert haben und
wo wir erreichen wollten, 4 Punkte sollten den Boden berühren und der Rest sollte in der Luft gehalten werden. Das sind Räume im Inneren. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach Bilder, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat und wo wir jetzt stehen. Das ist der weiße Außenraum oder das Volumen außen, das weiß ist, wie Belgrad die Stadt weiß ist, innen schwarz. Es sind verschiedene Entwicklungsstadien, die wir hier noch durchlaufen. Und dann ein Schlüsselbild, wo man zwischen Weiß und Schwarz sitzt. Der schwarze Innenraum, der weiße Außenraum, der zur Stadt hin öffnet und Teile des Gebäudes, die in diesen Außenraum hineinragen. Das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden und das ist, wie diese Haut aufgelöst wird. Das ist einer der 4 Punkte, an denen das Gebäude den Boden berührt. Das ist wieder der Moment, wo wir der Konstruktion oder den interessanten Teilen möglichst nahe kommen wollen. Da gibt es einen Liegeplatz zwischen den 3 Stützen. So, jetzt schneller durch diese Pläne durch und springe zum Projekt für angewandte Kunst, das um 2012 gemacht wurde tatsächlich. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, befinden wir uns immer in Geschichten. Das Center for Promotion of Science, ich sagte vorher, es ist keine Erfindung, sondern es ist eigentlich die Weiterführung von Gedanken, die in der Architektur oder in der Architekturgeschichte ohnehin existieren. Und beim Projekt für die angewandte Kunst nehmen wir eine Zeichnung oder eine Collage aus 1998 zu Hilfe, die wir für ein Projekt gemacht haben, für einen Projektvorschlag für das BVA-Gebäude. Das BVA-Gebäude besteht wie die angewandte aus einem Betonraster. Und beim BVA-Projekt hatten wir um 1999 vorgeschlagen, dass sich dieser Raster mit Teilen von außen besetzen lässt und dass sich öffentlicher Raum im privaten Raum der Versicherung abbilden soll. So, dann rund 12, 13 Jahre später beschäftigen wir uns mit der Universität für angewandte Kunst. Das sind jetzt Fotos aus einem Buch, auf das ich auch zurückkommen werde. Die Universität für angewandte Kunst steht auf einem Block mit anderen Gebäuden, auf dem MAC-Block, würde ich einmal sagen. Die Erschließung dieser Gebäude und die mögliche Verflechtung dieser Gebäude. Und als eine erste Maßnahme haben wir vorgeschlagen, den Verbindungsbau von Wörle Schwanzer herauszunehmen und mit dem Abbruch dieses Gebäudes etwas zu erreichen, nämlich die Bloßstellung des Ferstelbaus. Das heißt, man kann dieses Ferstelgebäude wieder als Ganzes sehen. Ich würde aber nicht sagen, dass das das primäre Ziel war. Es war jedenfalls eine Auswirkung vom Vorschlag, den Zwischenbau wegzunehmen. Ein zweiter Vorschlag war, die bestehenden Stiegenkerne nach außen zu legen. Von innen herauszunehmen, nach außen zu legen. Ein dritter, ein Dachgeschoss aufzusetzen. Ein vierter, über den Raster, wie in einer Stadt, einen Broadway, eine Diagonale zu legen. Ein fünfter, die Räume von MAC und Universität zu verbinden. Ein sechster, Luftballons oder Lufträume über das Projekt zu setzen.
Und das Interessante ist jetzt, dass diese Aktionen wiederum nicht Gebäudeentwürfe sind, sondern es ist eigentlich die Fortsetzung eines Diskurses, der seit Beginn des Ferstl-Gebäudes geführt wird. In dieser Zeit gibt es von 1870 bis 1960 rund 20 Projekte, die für die Universität für angewandte Kunst gemacht wurden, bis 1965 schließlich das Gebäude von Eugen Wörle und Karl Schwanzer gebaut wurde. Und das ist in dieser fantastischen Dokumentation von Otto Kapfinger und Matthias Böckel analysiert. Fellerer, Schwanzer und Wörle, und das ist auch ein Thema der Autorenschaft, durchgehend durch dieses Gebäude. Feller, Schwanzer und Wörle schlagen um 1957 ein erstes Projekt vor. Dreihüftig, ein Mittelgang mit zwei mittleren Stützenreihen. Und in der Folge gerät eine Stützenreihe in Gefahr. Ceno Kosak, der zu dieser Zeit Direktor der Universität für angewandte Kunst ist, reagiert so, er sagt, das ist nicht zeitgemäß, wir brauchen keine Wandelhallen, sondern wir brauchen Räume, um arbeiten zu können. Das heißt, was er macht, ist, er nimmt diesen gesamten inneren Gang heraus. Das macht der Architekt, der Direktor ist, und er gibt den Architekten diese Skizze. Die Architekten reagieren so, im dritten Projekt tatsächlich ist eine Säulenreihe verschwunden, wahrscheinlich nur ausradiert, aber im weiteren, im fünften Projekt dann von Eugen Wörle und Karl Schwanzer, ist es tatsächlich so, dass nur mehr eine mittlere Stützenreihe vorhanden ist. Und das ist eigentlich auch der Ansatz für uns gewesen, wo wir sagten, wenn das im Diskurs herausgenommen werden kann, dann kann es auch im Gebäude herausgenommen werden. Wir haben diese Teile herausgenommen, vorgesetzt, und wie auf geisterhafte Art und Weise kommt diese vierte Stützenreihe zurück als Verstärkung von bestehenden Stützen. Es hat einerseits damit zu tun, dass sich die Normen ändern für die erforderlichen Lasten. Es hat aber andererseits auch mit dem Projekt zu tun. Das werden wir in der Folge sehen. Interessant für uns war, dass man durch Abbruch, nämlich durch das Herausnehmen der Stiegenhäuser, tatsächlich Raum gewinnen kann. Und dort, wo man keinen Raum haben sollte, sondern Kerne, Erschließungskerne haben sollte, diese auch bauen kann. Das heißt, das Regal, das ist fast wie eine Art Skelett, dessen Muskeln oder dessen Organe herausgenommen wurden und das nur mehr als Skelett existiert. Das sind die axonometrischen Diagramme, die wir dazu gemacht haben, die Stiegen, die herausgenommen werden, Brüstungen, die herausgenommen werden und in neuer Figuration vorgesetzt werden, wie Schachfiguren vor einem Skelett. Und das Interessante dabei ist, wir hatten manchmal diskutiert, ist es denn wirklich rentabel, dieses Gebäude umzubauen, oder ist es neuer, ist es besser, dieses Gebäude neu zu bauen? Und ich dachte, wenn ich das Gebäude neu zu bauen hätte, dann würde es wahrscheinlich genau diese Figuration annehmen. Dieser Broadway ist eine 10 Meter breite Stiege an der breitesten Stelle. Und warum brauchen wir diesen Broadway? Weil sowohl die Akademie am Schillerplatz wie auch die Universität für angewandte Kunst Gebäude sind, die abgekapselte Institute haben. Das mag einerseits an den Räumen liegen, das mag andererseits an der Tradition von Lehre und Forschung liegen. Dieser Broadway sollte nichts anderes tun, als was er auch in der Stadt tut, die Raster der Straßen miteinander zu verbinden und in diesem Fall 17 Ateliers, 17 Studios und Wissensgebiete miteinander zu verbinden, also zu durchschneiden und einen gemeinsamen Raum für beide zu bieten. So, das ist also ein Rest von einer Stadt, der in die Vertikale gelegt wird. Ich darf nur die Pläne durchscannen jetzt. Wichtig ist, dass
sowohl Dahle-Schwanzer-Bau wie auch Ferstl-Bau mit einer gemeinsamen Plattform verbunden werden. Und dann entwickelt sich das Dahle-Schwanzer-Gebäude von unten nach oben, indem es versucht, Räume mit möglichst großer Offenheit darzubieten oder anzubieten, vorgestellte Stiegenhäuser, vorgestellte Treppenanlagen. Das sind jetzt die Pläne aus dem Wettbewerb. In der tatsächlichen Bearbeitung sind wir einen Schritt weiter. Wir haben die Sanitärbereiche auch nach außen genommen. Das heißt, es ist jetzt ein blutleeres Skelett und alles, was an Durchblutung und an Versorgung zu passieren hat, liegt außen. Schnitt dazu. Die Karte dazu. Und das Tragsystem dazu. Das eine ein stehendes Gebäude, das andere ein hängendes oder ein gespanntes Gebäude. Das heißt, die bestehenden Stützen werden verwendet, um Spannkonstruktionen anzubringen. Das heißt, das Gebäude wird als Fundament verwendet, auf das gebaut wird und auf das gehängt wird, in verschiedensten Abwandlungen. Und das Modell dazu, also ein Spannsystem, in das auch Volumen eingehängt werden. Und dann die perspektivische Darstellung des Entwurfs für den Wettbewerb. Und wir sind jetzt rund ein Jahr Planungsarbeit weiter. Das ist die verbindende Halle zwischen Ferstl-Gebäude und zwischen Dahle-Schwanzer-Gebäude. Der Blick von der vom Museum für angewandte Kunst. Und dann kommen Studien, wo wir versuchen, diese Haut, die wir vorgeschlagen haben, wirklich zu konstruieren. Und es bildet sich ein System heraus, wo wir mit Minimalflächen arbeiten und mit Modellen experimentieren. Körper, die Funktionen haben, beginnen die Form zu definieren und zwischen diesen Formen spannt sich eine Membrane. Das sind dann 50er Modelle, wo wir diese heute tatsächlich drüber spannen und aus diesen Modellen gewinnen wir auch die Formgebung. Und aus dem Glas ist etwas anderes geworden. Aus dem Glas ist jetzt eine vierlagige ETFE Membrane geworden, die mit rund 150 Gramm am Quadratmeter zu Buche schlägt, das heißt ein Vielfaches an Gewicht weniger hat und ein Vielfaches an Steifigkeit weniger hat, ein Vielfaches an Last weniger hat und eigentlich unseren ursprünglichen Gedanken einer Membran sehr nahe kommt. Wir bewegen uns zu immer dünneren Baustoffen. Und das ist dieses Gespinst jetzt, das zwischen einem Betongebäude und einem Ziegelgebäude aufgespannt wird. Eine mittlere Spannebene, von der vier heute in Serie abgespannt werden. Keine Kissen, sondern gespannte Häute. Und so hat sich das jetzt entwickelt. Das ist jetzt das Ferstl-Gebäude auf der einen Seite, der Raster aus Beton des blutleeren Dahle-Schwanzer-Gebäudes und diese Membrane dazwischen mit den Erschließungssystemen. Das ist momentan der Stand der Angewandten. Es geht sehr gut, es ist ein komplexes Projekt und ich hoffe, dass das in Kürze gebaut ist. Ich möchte jetzt noch auf ein anderes Projekt verweisen.
oder hinweisen, das mich seit einiger Zeit oder uns seit einiger Zeit verfolgt. Es ist ein Wettbewerbsentwurf für eine ersten Phase eines Wettbewerbs, und zwar für die Symphonie in Warschau, ein Gebäude, das von der Annahme ausging, die akustisch schlechteste Form eigentlich zu nehmen, Ellipse oder Ellipsoid, und mit dieser Form zu arbeiten. Und es ging darum, die Ellipse, das Ellipsoid, so zu editieren, dass man einen akustisch brauchbaren Raum entwickeln kann. Das hat sich dann in einigen Schritten mit Hallkammern entwickelt. Und basierend auf dieser Annahme haben wir zwei Volumen konstruiert, eines für Probezwecke und eines für Aufführungszwecke. Das ist der Zugang zum Konzertsaal. Einer der Zugänge zum Konzertsaal. Das waren die Modelle dazu, die genäht wurden. Und damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Verfügung. Gibt es diese aus dem Publikum? Bitte, Herr Röscher. Ich habe eine Frage zum letzten Projekt von der Angewandten. Das ist ja wirklich ein sensationell sensibler und fantastischer Entwurf gewesen. Zu Recht hat er gewonnen. Ich frage mich nur, wie werden Sie, jetzt geht es an die Durchführung. Jetzt kommt garantiert einmal die Baupolizei, der Rotstift, die Einsparungen und so weiter. Wie gehen Sie damit um, wenn diese Vision dann so zerstört wird? Ich freue mich über die Frage, und es freuen sich einige im Publikum auch, weil viele unserer Mitarbeiter da sind. Und die täglich mit dem umgehen, genau mit diesen Fragen. Die Baupolizei wird nicht kommen, die ist schon mit uns. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin bei dem Projekt sehr überrascht. Wir haben bisher eine enorme Unterstützung eigentlich von Seite der Baupolizei, von Seite der Verwaltung und der Gemeinde. Das macht mich sehr optimistisch. Es gibt konstruktive Dinge, die zu lösen sind. Wir haben versucht, die besten Ingenieurbüros zusammenzubringen und zusammenzufassen, um das auch so zu machen, wie wir es haben wollen. Wir sehen Rotstifte, aber in einem Bereich, der für mich absolut akzeptabel ist und wo wir glauben, dass wir die Essenz vom Projekt drüber bringen können. Ich muss sagen, ich würde es eigentlich anders sehen, dass ich in der Entwicklung vom Wettbewerb, der in einer relativ kurzen Zeit sehr kompakt gemacht werden muss, seitdem hat sich Raum finden lassen, um das Projekt weiterzudenken. Die Entwicklung vom Glas zur ETFE-Membrane hin hat nicht nur eine Veränderung im Material bedeutet, sondern es hat uns für uns alle körperliche Freiheit geschaffen, muss ich wirklich sagen. Wenn man formale Zwänge nicht mehr hat, sondern tatsächlich einem konstruktiven System folgen kann, das durch die Membrane ermöglicht wird. Also ich würde eher sagen, es geht voran, es öffnet sich. Würden Sie sagen, dass da in Wien ein gewisses Umdenken gegenüber wirklich innovativer Architektur stattfindet? Das bilde ich mir immer an jedem Ort ein. Das bilde ich mir mit jedem Projekt ein. Und ich glaube auch alle, die mit uns arbeiten, glauben an das. So, nur so geht das, glaube ich.
Sind diese Membranen ganz durchsichtig? Ja. Im Glas oder hat das eine opake? Die sind durchsichtiger als Glas, also der Lichtdurchgangsgrad ist wesentlich höher als der von Glas. Damit sind viele technische Dinge verbunden, wie Temperaturen, Temperaturhaushalt, Lüftungen etc. All das ist in Bearbeitung und mit dem Wert umgegangen. Ist das im Prinzip ein Pilotprojekt für Fassaden dieser Art? Ich würde sagen, dass es wird ja durch die Geschichte getragen. ETFE im Bauen entsteht ungefähr um 1960 herum und ist ja schon an verschiedensten Gebäuden zu sehen. Die letzten Gebäude wurden, also die jüngste Gebäude wurden ja in Tirol in einigen tausend Metern Höhe in Liftstationen unter anderem gemacht mit Eis und mit Schnee drauf. Also man sieht in etwa, wozu das Material fähig ist. Es interessiert mich auch etwas. Es hat mir ganz deutlich gezeigt, dass Glas, oder es wird sichtbar, das Glas ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das wird ein Material sein, das wieder verschwindet, wie andere Materialien abgelöst werden von anderen. Es gibt eine Skizze von Mies van der Rohe für das Weiser Haus in Amerika, für ein Einfamilienhaus, was interessant dabei war und was mich dazu gebracht hat, Mies immer als jemanden Post-Glas zu sehen, jemanden, der schon an die Zeit nach dem Glas gedacht hatte. Er hat eine Innenansicht von diesem Weiser Haus gemacht und was er getan hat, ist, er hat nicht die Sprossen gezeichnet, sondern er hat das Foto von dem Berg, auf dem man blickte, geschnitten und auseinandergezogen und damit eigentlich den Abdruck der Sprosse dargestellt. Das war immer so ein Hinweis für mich, dass Glas eigentlich gar nicht notwendig ist. Und die Entwicklung mit ETFE und wahrscheinlich vielen anderen Werkstoffen zeigt, dass das möglich ist. Ethylen, Tetrafluorethylen. Genau. Bitte? Öl. Das ist so, ja. Also gut, wenn man es für die Auto nicht mehr brauchen, dann kann man es in die Fassaden geben. Und Öl nehme ich an, der Einsatz ist relativ geringer. Wie dick sind diese Folien? Die sind unter einem Viertelmillimeter dick. Also es ist unter 0,25 mm. Alles zusammen einen Millimeter. Und das sind vier übereinander? Ja, ja. Das ist momentan der Plan. Das ist momentan der Planungsstand. Ja. Ist da noch Gasfüllung drinnen? Oder? Nein, da ist nichts mehr drin. Das sind teilweise, also es die äußeren Kammern werden mit Luft durchflutet. Was mit dem Schal? Schal ist die Dünnheit. Das sind Membranen, die sehr dünn sind. Das führt auch zum. Es ist interessant, dass diese technische Diskussion jetzt tatsächlich dazu führt, dass die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wie weit ist eigentlich der Nutzer auch Teil der Architektur, dass wir auch unser Verhältnis ändern, dass wir unser Verhältnis zum Gebäude ändern. Es ist durchlässiger natürlich in den äußeren Bereichen, in den Kernbereichen, dann ist es wieder massiver. Ja, vielen Dank.